Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Spielvorstellung. Dieses Mal möchte ich euch Divius Dungeon vorstellen. Ja, es hat eine gewöhnungsbedürftige Optik, macht aber dennoch Spaß. Ich sag mal so, für alle, die nicht gerne hin und her hüpfen in einer 2D-Welt und dort Monster töten, die suchen sich am besten ein anderes Video. Für alle, die das interessant finden, mit dem Helden das Königreich retten, die Prinzessin befreien. Nein, wir müssen keine Prinzessin befreien, wir müssen nur den Drachen töten. Für wen das was ist, der bleibt jetzt dabei. Alle anderen, wie gesagt, schalten aus. Nur kurz zur Information, das Spiel erscheint oder ist heute erschienen. Also ich nehme das Spiel ja schon einen Tag vorher auf. Ich stehe vor dem Endgegner. Ich habe schon ein paar Tage Zeit gehabt, das zu spielen. Wir brauchen jetzt auch gar nicht großartig erklären. Das mache ich wie immer im Spielen. Wir fangen einfach ein neues Spiel an, damit ihr auch wisst, worum es geht. Wie die Geschichte erzählt, erwartet Hilltop Castle dunkle Zeiten. Ein uraltes Übel ist erwacht, ist der Drache, in den Katakomben unter der Stadt. Der König schickt all seine Männer, um das Böse zu vernichten, das da lauert. Aber wie sollte es noch anders sein, ne? Aber der Kerker ist tödlich und ständig in Bewegung. Ja, in Bewegung, die Level werden ständig neu generiert. Also ihr werdet zwar einige Elemente wiedererkennen, aber prinzipiell sind die Level bei jedem Mal spielen neu. Nur ein wahrer Champion wird in der Lage sein, den Tag zu retten. Naja, oder das Schloss, ne? So, wir fangen jetzt hier an. Hier haben wir den König. Ja, wie gesagt, die Optik ist wirklich... aber eigentlich ist es auch knuffig. Dann haben wir hier den Olaf. Der Olaf, der verkauft uns... Jetzt wollte ich den Olaf töten. Der Olaf, der verkauft uns Waffen, Rüstungen, Tränke, von denen ich leider nicht weiß, wie man sie benutzt. Amulette und Ringe, damit können wir unsere Statuswerte verbessern. Also ihr seht oben links, wie viel Leben wir haben. Und das lässt sich dadurch erhöhen. Und wir haben auch eine Statistik. Da steht, wie viel Stärke wir haben, Ausdauer und Geschick. Trefferpunkte, Schaden und kritische Trefferchance. Und all diese Werte kann man halt durch weitere Rüstungen, Waffen und diese... Ringe und Amulette halt verbessern. Und wir können natürlich im Level aufsteigen. Und wir haben unten links noch eine kleine Statistik, wie viele Gegenstände wir zerstört haben, wie viele Schlüsse wir eingesammelt haben, getötete Monster, wie oft wir in ein weiteres Level gegangen sind. Das ist dieses Tor, was ihr dort seht. Und dann haben wir dort diesen komischen Geistlichen, sage ich jetzt mal. Das ist, wie oft wir uns haben heilen lassen. Dann haben wir hier noch verschiedene Aufgaben. 5 Würmer besiegen, einen Schlüssel finden, zerstöre 10 Kisten. Und dafür gibt es dann jedes Mal noch eine kleine Belohnung. Die Aufgaben wachsen natürlich, ich sag mal, mit Fortschreiten des Spiels. Also zum Ende erhält man dann halt 300 Gold für das Töten von 20 Monstern, dann nur als Beispiel. In den Menüs ist die Steuerung ein bisschen seltsam, weil nur mit Tastatur. Wir haben hier zwar eine Maus, und können auch teilweise damit arbeiten. Aber ich finde, das ist ziemlich unbequem. Kämpfen, also angreifen mit S, springen mit S und die Leertaste. Und ja, Steuerung mit den Pfeiltasten. Es gibt aber noch ein kleines Tutorial am Anfang. Da renne ich jetzt aber, ich sag mal, mehr oder weniger nur durch. Also das machen wir nicht großartig jetzt hier. Ja, da ist halt, drücke S, um zu springen. Ja. Hier A zum Angreifen. Ja, je nachdem, wie lange ihr drückt, springt ihr höher. Oder halt eben nicht so hoch, ne? Ja, diese Sachen, was hier so rumstehen, die kann man zerstören. Dafür gibt es Geld. Das Geld schenkt man dann alles dem Olaf. Nein, wir schenken es ihm nicht. Ja, nach unten drücken und springen quasi. Dann kann man die Ebene wieder runterfallen. Wir schenken das Geld Olaf natürlich nicht. Dafür kaufen wir uns die neue Ausrüstung. Dann finde ich ganz gut gemacht, es gibt immer so kleine Geheimgänge, wo es da so Schatztruhen gibt, die sich wirklich lohnen. Und wie gesagt, auch das wird dann natürlich im Laufe des Spiels deutlich mehr. Ja, jetzt war da so ein kleiner Heiltrank drin. Ihr könnt auch während ihr kämpft, also während ihr mit dem Schwert zuschlagt, könnt ihr euch noch leicht bewegen. Das ist je nach Gegner auch notwendig, denn die Gegner haben völlig unterschiedliche... haben unterschiedliche, ich sag mal, Kampftaktiken, auf die ihr euch halt einstellen müsst. Aber das sehen wir dann gleich.
Und was auch noch wichtig ist, ist immer eingeteilt in drei Level. Und wenn ihr drei Level geschafft habt, dann kommt quasi Olaf. Ihr könnt euch heilen, Ausrüstung kaufen, euch nur ausrüsten. Und der nächste Level-Block, sage ich mal, wird freigeschalten. Zum Beispiel bei den Pfeilen, die da jetzt geschossen wurden, die könnt ihr natürlich mit dem Schwert auch zerstören. So, und ihr seht schon, ihr solltet zurückweichen, weil wie dieser kleine Gnom oder Kobold da eben, der macht dann quasi so eine Art Randstürmen, also der springt dann auf euch zu. Die kleinen Feuerwürmer sind natürlich ganz unkritisch, die bewegen sich nur auf euch zu, passiert gar nichts. So, da haben wir zum Beispiel so eine kleine Mission abgeschlossen. Ja, das fängt halt alles ganz unkritisch an. Und wird dann halt mit Level für Level schwerer. Ja, hier war schon eine kleine Falle eingebaut, ja. Also dadurch, dass die Level zufallsgeneriert sind, kann es euch passieren, dass die Level unterschiedlich schwer sind. Also manchmal liegt der Schlüssel gleich beim Start und ihr seht das Tor schon und seid halt nach 1 Minute 30 fertig. Und dann habt ihr wieder Level, wo ihr halt ewig rumrennen müsst und ihr findet halt einfach das Ziel nicht. Nach einem Levelaufstieg, den haben wir jetzt gerade, da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr euer Geschick erhöht, das erhöht eure kritische Trefferchance, ob ihr eure Ausdauer erhöht, das erhöht eure Lebenspunkte, oder ob ihr eure Stärke erhöht, das erhöht den Schaden. Im Prinzip hier ist alles mehr oder weniger wichtig, aber wie gesagt, ihr könnt alle drei Werte auch mit besserer Ausrüstung erhöhen. Es gibt keine Möglichkeit, das zurückzusetzen. Also wenn ihr euch da umentscheiden wollt, dann ja, ist das nicht mehr möglich. Ich sag mal, ihr müsst doch nicht jede kleine Münze hier einsammeln. Auch wenn es natürlich ratsam ist. Ah, hier haben wir zum Beispiel so einen kleinen Geheimgang, seht ihr? Also das mit den Geheimgängen finde ich ist eine super Idee. Und es ist natürlich total stylisch, dass die Level immer neu generiert werden. Die Objekte könnt ihr durch bessere Waffen nicht schneller zerstören. Aber die Gegner sterben natürlich deutlich schneller. Wobei ich sag mal, oh, der Anstieg nicht so enorm ist. Aber naja, die ersten Gegner sind halt alle noch recht leicht. Ich weiß nicht, als schwersten würde ich noch den ja bezeichnen. Der hat halt mit seinem Schwert eine ordentliche Reichweite, ne? Aber allzu viel Geschick braucht man nicht, um hier bestehen zu können. Nichtsdestotrotz bekommt doch Michael immer ganz gerne mal Schaden, ne? So, den Schlüssel haben wir immer noch nicht. Aber da ist er schon. Und schon wieder Level Up. Die Level Ups werden natürlich mit der Zeit seltener, ist klar. Also ihr solltet auf jeden Fall immer schauen, bevor ihr euch irgendwo runterfallen lasst, was denn da so als nächstes kommt. Denn wie gesagt, dadurch, dass das zufällig platziert ist, kann das sein, dass manchmal zwei richtig harte Gegner direkt ineinander stehen. Und dann habt ihr so gut wie verloren. Ne? Also ihr müsst das Level natürlich nicht komplett beenden. Ihr seht halt, das liegt halt einfach daran, weil das alles zufallsgeneriert ist, dass wir hier quasi noch ein bisschen was machen können. So, jetzt müsste, glaube ich, Olaf schon kommen. Nee, kommt noch nicht Olaf, das Tutorial-Level zählt nicht. Aber gleich kommt. Bin es gar nicht gewohnt mit so niedrigen Werten. Ach, das läuft ja wie geschnitten Brot hier. Okay, geschnittenes Brot läuft nicht.
Schlüssel. So, da haben wir jetzt das Tor zum Beispiel schon gefunden. Aber das bringt uns nichts, denn wir haben ja eine Schlüssel nicht. Also wie gesagt, man kann zwar die Pfeile mit dem Schwert zerstören, aber das funktioniert nicht immer. Gott, ging das wirklich so schnell am Anfang mit dem Level ab? Ja, und ihr könnt die Gegner natürlich auch von hinten töten, ne? Also voll fair. Ah, und da haben wir auch schon unseren Schlüssel, sehr schön. So, jetzt kann man natürlich schauen, den direkten Weg wieder zurück. Moment, es gibt eine Karte, ihr könnt die Tab-Taste drücken. Und ja, der rote Punkt seid ihr und der lilane Punkt, das ist das Portal, da müssen wir hin, das Ziel. Der Weg ist natürlich maximal weit, war klar. Aber wie gesagt, das kann euch passieren, dass ihr gleich beim Start eine Schlüssel bekommt und das Tor schon seht, so dass die ganze Sache natürlich entsprechend schneller beendet ist. Und falls es dennoch zu schwer sein sollte, könnt ihr einfach Level wiederholen, beliebig oft, und euch halt bessere Ausrüstung kaufen. So, jetzt haben wir hier den Olaf. Schauen wir uns das mal an. Also wir können jetzt, ja, wir können das Schwert kaufen. Ja, Holzschläger, das ist kein Schwert. Ihr seht halt, die Werte verbessern sich immer um 2. Und so geht das halt immer weiter, immer weiter. Ich weiß nicht genau, wie viele Waffen es gibt, aber es gibt ein Ende. Dasselbe gilt hier für Rüstungen. Es gibt weniger Rüstungen, als es Waffen gibt. Und bei den Ringen und Amuletten kann ich es euch leider nicht sagen. Da bin ich auch noch nicht am Ende. Aber wir können das jetzt einfach mal machen. Und kaufen uns auch noch eine bessere Rüstung. So, es reicht das Geld zwar nicht mehr, um uns für 50 zu heilen. Aber das macht nichts. So, und wie ihr seht, jetzt haben wir eine bessere Rüstung, eine bessere Waffe und machen auch gleich mehr Schaden. Bis auf halt die Kisten, die machen natürlich, brauchen trotzdem weiterhin noch 3 Schläge. Bis sie zerstört sind. Genau, mein Lieblingsgegner. So, aber ich würde jetzt dennoch sagen, dass ich mich jetzt hier mehr oder weniger, ich sag mal, sterben lasse. Umbringen lasse. Denn wir machen mal noch so einen Durchgang ein bisschen höher, wo es schwerer ist. Was heißt, wo schwerer ist? Die Gegner sind schwerer, wir sind auch besser. Ja, wie gesagt, ich lasse mich mal ganz kurz hier töten. Oder Feuerbälle, ja. Ja, so viel Schaden machen die Gegner noch nicht. Später nachher sind die stärker. Ja, es gibt zum Ende, habe ich jetzt leider weggeklickt, gibt es immer noch so einen kleinen Bonus, je nachdem wie viele Level ihr abgeschlossen habt, wie viele Missionen ihr abgeschlossen habt, gibt es nochmal extra Geld. Und das könnt ihr dann natürlich auch zusätzlich noch ausgeben und euch halt bessere Rüstungen kaufen. So, wir können jetzt leider von hier aus nicht laden, wir müssen einmal auf Beenden gehen und können jetzt hier den anderen Spielstand auswählen. So, ich bin quasi schon der verkleidete König. Nein, Spaß, ich bin kein König, aber schon deutlich besser. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe jetzt hier Rüstung die beste. Also Rüstungswert 40. Und bei den Waffen, da fehlen mir noch 3. Aber wie ihr seht, ist der Preis schon arg hoch. Und Ringe und Amulette. Ja, da gibt es schon noch ein paar mehr. Aber auch schon, ich sag mal, kurz vorm Ende, ne? So, dann schauen wir uns die Sache jetzt hier nochmal an. Ihr habt jetzt ja hier bei der Level-Auswahl, könnt ihr mit Q und mit E, gut, steht da, könnt ihr die verschiedenen, ich sag mal, Etagen des Dungeons auswählen. Sprich, es gibt quasi 5×15 Level, also insgesamt 65 Level plus jeweils den Boss. Und ich würde sagen, wir ja, gönnen uns mal den Spaß und machen einfach hier Boss 1. Das heißt, wir laufen einfach hin und töten den. Mit entsprechend schlechter Ausrüstung ist der natürlich
Nicht ganz so leicht. Aber man kennt den natürlich auch. Ich sag mal, ja, jetzt kommt natürlich der Olaf wieder. Ne? Brauchen wir jetzt aber nicht wirklich machen. Ja, auch hier ist das Blöde. Wir können nur auf Beenden gehen. Und dann wieder unseren Spielstand auswählen. So, dann würde ich sagen, ich zeige euch mal noch ein bisschen höheren Bereich mit entsprechend schwereren Gegnern. Machen wir einfach mal, steigen wir einfach mal bei Level 62 ein. So, und ihr seht schon, wir sind die Gegner entsprechend ein bisschen größer. Dafür ist die Belohnung aber auch höher oder besser. Im Moment ist das dann Durchgang, ist kein Durchgang mehr. Nee. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Schaden erlitten, aber das macht nichts. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich es trotzdem noch schaffe. Wir müssen doch nicht über alle Gegner töten. So, ihr seht das schon, hier haben wir jetzt natürlich schon das Ziel erreicht, sage ich jetzt mal, uns fehlt halt nur der Schlüssel. Und wie ihr seht, so viel mehr Schaden machen wir gar nicht. Oh, der kann uns treffen. Und sehr schön, hier haben wir schon den Schlüssel. Also das ist jetzt so ein Beispiel für, ich sag mal, ein schnelleres und leichteres Level. Wie gesagt, man kann damit jetzt halt einfach schon zum Portal gehen, das Tor öffnen und ins nächste Level. Oh. Ich würde sowieso empfehlen, dass ihr, wenn ihr die Level quasi erst freispielt, diese Chance auch nutzt. Denn wie gesagt, wenn ihr einen Levelblock abgeschlossen habt, könnt ihr dann von vornherein immer dorthin springen. Und das macht die Sache natürlich deutlich einfacher. So, die sind gemein, ne? Voll bösartig. Weil die mit dieser Riesenkeule halt einfach eine riesen Reichweite haben. Na. Ja, ich bin ungeschickt. Da sind Geschicklichkeitsspiele nichts, ne? Ja, ich sammle jetzt hier nicht mehr jede Münze ein. Denn die brauche ich ja nun nicht mehr so wirklich, ne? Ja, auch das mit dem Hin- und Herspringen, ne? Dadurch kann es euch passieren, ihr springt dann dem nächsten Gegner direkt vor die Füße. So, bei dem muss man zum Beispiel einfach warten, bis er mit seinem Brummkreise da fertig ist. Sich da im Kreis zu drehen und dann könnt ihr angreifen, ganz unkritisch. Also immer dann, wenn der euch quasi sieht, dann dreht er sich und muss sich dann aber ausruhen und dann könnt ihr ihn ausschalten. Und so erfordert halt, ich sag mal, so gut wie jeder Gegner hier. Ah, hier sehen wir wieder ein kleines Versteck mit einer Truhe diesmal. Da gibt es auch Bücher, die geben euch relativ 4 Erfahrungspunkte. Also sag mal, 3 Bücher machen ein Level aus. Ja, das wollte ich mir jetzt holen. So, wir haben die Schlüssel immer noch nicht gefunden. Ah! Ja, der macht natürlich entsprechend hohen Schaden, ne? Und da haben wir den Schlüssel. So, hat man das Tor schon? Nee, hat man noch nicht, aber das Spiel ist so lieb und zeigt es uns. Weiß ich nicht, wann da... Ne, war nicht okay. Hätten ja Pfeile unten sein können, ne? So, und so ist auch das Level erledigt. Und nach diesem Level kommt dann der Gegner. Der Gegner, Klaus kommt immer Gegner. Kommt dann der Endgegner. Aber wie gesagt, den habe ich noch nicht gemacht. Oh. Ganz ungünstig. Ja, solche Fallen, ne? Da springt man dann halt rein. Der zum Beispiel, der hier gerade war, ich schau mal, wenn er nochmal kommt, der verwendet sein Schild. Dann blockt er eure Angriffe. Ja, geldmäßig lohnt sich die höheren Level natürlich mehr, ne?
Allerdings sind auch die Waffen und Rüstungen dann entsprechend teurer, habt ihr ja gesehen. Ich muss mal schauen, wo waren wir noch nicht, wo waren wir schon? Okay, oben rechts. Ach, da fehlt dir nur so ein Stück. Okay. Ja, es sah so aus, ob da noch ein Gang ist. So, da geht's auch nicht weiter. Ah, ja. Und da ist auch der Schlüssel. Ja, das ist natürlich super, wenn man dann hier so einen Millimeter am Schlüssel vorbeirennt, ne? Jetzt weiß ich nicht, wo es war. Schon falsch. Schon falsch. So, jetzt kommt der Olaf, denn wir haben einen so einen Levelblock fertig. Schauen wir mal, können wir uns, können wir uns hier noch was Neues leisten? Ja, machen wir. Königliches Siegel, erhöht Ausdauer und, Geschick. Und ein Amulett können wir uns auch nochmal leisten. Und das hat Ausdauer und Stärke erhöht. So, dann heilen wir uns jetzt nochmal und dann versuchen wir mal den Bosskampf. Ist ein Drache, wie ihr ja am Anfang schon gesehen habt. So, die Bossgegner brauchen natürlich auch alle eine unterschiedliche Strategie. Aber sind halt auch nicht schwer, ne? Oh. Ja, das Springen war jetzt falsch. Man kann natürlich auch bis ganz hoch immer springen, ne? Aber darauf habe ich jetzt natürlich keinen... Oh, toll. Okay, allzu viel Leben habe ich gerade nicht mehr. Aber normalerweise sollte das schon noch klappen. Nein! Genial! Ja, das macht nichts. Ach, diesmal gab es gar keine Belohnung fürs Schaffen der Level. Aha. Ja, wir haben ja eh noch Zeit. Ja, und ihr seht schon, das ist halt eigentlich nicht schwer, ja. Wenn man nicht so ungeschickt wäre wie ich, wäre das ohne Probleme sofort machbar. So, ich denke jetzt noch einmal und die Sache sollte erledigt sein. Sehr schön. Ja, und da gibt es dann natürlich einen Haufen, ja, ne? Brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, sind ja fertig. Ja, sehr schön. Der mächtige Drache ist besiegt. Vom wahren Champion. Ja, da liegt der abgetrennte Kopf. Na, nackig habe ich da auch nicht gekämpft. Du wirst im ganzen Königreich als Held gefeiert. Sehr schön. Vielen Dank fürs Spielen. Ja. Also wie gesagt, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Es macht wirklich Spaß. Es ist halt nicht für jeden, brauchen wir nicht drüber reden. Kein Ding, ne? Klar. Aber dennoch muss ich sagen, mir gefällt es, macht Spaß. Ja, 620. Ja, und jetzt könnte man natürlich dahergehen und kann weiterhin die Level spielen. Und sich halt noch bessere Ausrüstung holen. Okay, wir können jetzt natürlich schauen. Moment, es ist ja wie gesagt noch Zeit. Ich erinnere mich jetzt ja auch nicht mehr an so alle einzelnen Gegner. Ach, der Golem, ja, der war auch doof. Der läuft eigentlich nur stumpf hin und her. Und boxt uns um.
Man kann leider nicht in den Ecken oben stehen bleiben. Ja, die Feuerbälle, da weiche ich jetzt mal nicht aus. So. Also auch der ist nicht schwer. So, da würde ich sagen, ich beende das Video an der Stelle schon mal ein paar Minuten früher. Weil wir sind mehr oder weniger, ich kann euch natürlich, ja, kommt, beenden wir es noch nicht. Machen wir die 30 Minuten noch voll. Schauen wir uns das hier noch an. Jetzt sind natürlich aufgrund der Ausrüstung sind die Gegner jetzt natürlich relativ leicht. Oh, so tief abgründen sollte man nicht runterspringen. Ja, also das Level-Design, also grafisch, unterscheidet sich natürlich auch. Es ist nicht eingeteilt in verschiedene Welten oder sowas. Das hätte man natürlich machen können. Oh, super, ne? Ha, lassen wir uns einfach mal runterfallen. Und dann war's das, ne? Ja, manchmal sind sie schon gemein platziert. Ach, ohne Worte. Ja, manchmal muss man den Schaden mit einkalkulieren, sag ich mal, ne? Na, jetzt sammelt das dann ein. Juhu, Schlüssel. Wo muss man denn hin? Hm, ganz nach hinten. Geschafft. Ja, mit 15 Leben wird es jetzt natürlich nicht mehr lange halten hier, ne? Ah, 9 Leben. Und das war's. Ja, wie gesagt, dann tun wir nochmal auferstehen. Können uns noch mal ganz kurz die Statistik anschauen. Ja, Level 22. Wir brauchen verdammt viele Erfahrungspunkte. 50 Mal habe ich mich heilen lassen. 999 Objekte. Es zählt nur bis 999. Dasselbe gilt für die Monster. Und 271 Level gespielt. Das nenne ich mal viel. Ja, man könnte die Werte natürlich noch weiter verbessern, indem man noch weiter bessere Ausrüstung kauft. Aber ich bin ja am Ende vom Spiel. Ja, also wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video und das Spiel haben euch gefallen. Ich werde es natürlich unten rechts verlinken. Es ist heute erschienen, für alle, die es interessiert. Was es kostet, weiß ich noch nicht, weil, wie gesagt, ich habe das Video einen Tag vorher aufgenommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, bis zum nächsten Video.